Hallo du wunderbarer Mensch, ich freue mich total, dass du zuschaust und in diesem Video geht es darum, wie du mit falschen Hoffnungen umgehen kannst. Falsche Hoffnungen begegnen uns zum Beispiel beim Dating, wenn wir uns in jemanden vergucken, der vielleicht gar nicht so viel Interesse an uns hat. Oder wenn wir uns von jemandem getrennt haben oder sich jemand von uns getrennt hat und wir hoffen, dass wir vielleicht nochmal in einem anderen Universum zusammenkommen können. Aber vielleicht erlebst du auch falsche Hoffnungen in einer Beziehung. Das sind dann meistens Erwartungen an deinen Partner oder deine Partnerin, die er oder sie konstant nicht zu erfüllen scheint. Und wann immer du diese negativen, diese falschen Hoffnungen hast, kannst du dir dieses Video anschauen. Die erste Frage ist natürlich, was falsche Hoffnungen ausmacht. Ich persönlich finde Hoffnung erstmal was ganz, ganz Tolles. Hoffnung gibt uns die Möglichkeit, groß zu träumen und uns zu entwickeln und zu sagen, da gibt es noch mehr, wohin wir uns entwickeln wollen. Deswegen finde ich Hoffnung erstmal was ganz Positives. Aber du merkst, dass es eine falsche Hoffnung ist, wenn du Gefühle von Wut, von Frustration, von Angst, von Trauer im Jetzt spürst. Und du merkst, diese Hoffnung tun dir eigentlich nicht gut. Und wenn du merkst, dass jetzt die Realität ist gerade so schmerzhaft, dass du dich eigentlich nur damit hinwegtrösten kannst, dass die Person sich irgendwann anders ändert. Und du merkst, dass diese falschen Hoffnungen oft daran geknüpft sind, dass eine andere Person was verändert. Aus meiner Perspektive sind das die Punkte, die eine Hoffnung falsch machen. Der erste Blick ist natürlich ein Blick in die Fakten. Spricht die Person heiße Luft? Hält sie, was sie verspricht? Hat sie schon das eine oder andere Versprechen nicht gehalten oder hat sie dir vielleicht sogar die Wahrheit gesagt und gesagt, du, ich habe kein Interesse, das wird nichts mehr mit uns, aber du willst es gar nicht wahrhaben. Was sind so die Fakten? Was ist das, was du wirklich weißt? Zweitens merkst du, dass diese Hoffnungen falsch sind, wenn die Zukunft, die positive Zukunft an Bedingungen geknüpft sind. Wenn ich noch 20 Kilo abnehme, dann liebt er mich. Wenn er seine Frau verlässt, dann kommt er zurück zu mir. Wenn, dann sind auch immer wieder so Indikatorsätze dafür, dass es gerade nicht ideal läuft. Dann kannst du als drittes deine Geschichte, die du gerade hast, dir erzählen, so als würdest du dir einer Freundin erzählen. Anders gesagt, wie würdest du reagieren, wenn eine Freundin dir genau deine Situation erzählen würde? Würdest du sagen, ja, super Mensch, bleib dran, engagier dich, kämpfe? Oder würdest du sagen, oh, nicht ganz so ideal? Und wenn du merkst, es sind falsche Hoffnungen, dann gebe ich dir natürlich auch mit, wie du damit umgehen kannst. Der erste Schritt ist tatsächlich Akzeptanz. Ich glaube, du hast ganz lange, und ich bin mir sicher, dass du ganz lange gute Gründe hattest, zu hoffen. Man darf auch erstmal einer Person Chancen geben. Das macht dich nicht zu einem schlechten oder naiven Menschen, sondern zu jemandem, der einfach Interesse an einer anderen Person hat. Wenn du das akzeptiert hast und du merkst, du willst mit der Person noch etwas zu tun haben, weil ihr noch zusammen seid, dann ist es auch eine gute Idee, tatsächlich deine Erwartungen zu kommunizieren. Einfach zu schauen, was will die andere Person, was willst du? Und könnt ihr dort vielleicht einen Kompromiss oder Konsens finden. Was mir persönlich auch hilft, ist, dass ich mich auf meine eigenen Werte besinne, auf mein eigenes Bild, was ich sein möchte. Möchte ich denn wirklich die Person sein, die ganz traurig ist oder jemanden lange hinterherläuft? Oder möchte ich vielleicht lieber selbstbewusst sein? Oder möchte ich vielleicht gütig sein? Möchte ich, was auch immer deine Werte sind, fokussiere dich wieder mehr auf dich, komm wieder mehr zu dir. Nur so kannst du wachsen. So kannst du dich von diesen falschen Hoffnungen auch wieder lösen und offen für etwas Neues sein. Zu guter Letzt sind diese falschen Hoffnungen ja so verführerisch, weil diese Hoffnung, diese Zukunft, die so schön wirken, so toll. Deswegen lade ich dich einfach ein, neue Hoffnung zu kreieren, eine neue Vision zu kreieren, vielleicht neue Pläne zu schmieden, neue Ideen zu haben und das vielleicht aufzuschreiben oder ein Vision Board zu machen oder einfach deinen Freundinnen und Freunden davon zu erzählen. Denn in dem Augenblick, wo du eine neue, positive Zukunft hast, kannst du halt deine Energie genau auf deine neue, positive Zukunft lenken. Ich finde, das gibt uns so viel Energie und so viel Kraft zurück. Wenn du selbst noch mehr Ideen hast, wie du gut mit falschen Hoffnungen umgehen kannst, dann schreib sie doch in die Kommentare. Mein Name ist Sharon, Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin. Und wenn du noch mehr von solchen Videos hören möchtest, dann abonniere doch meinen Kanal. Ich würde mich total freuen und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ganz viel Kreativität beim Kreieren deiner neuen Hoffnung.